Eltern hatte sich ganz eigene Video. Heute spiele ich mal das Spiel Spellbreak. In dem Spiel handelt es sich um ein Fantasy-Battle Royale, aber man schießt nicht wie in Fortnite mit Waffen und Gewehren und Snipers und so, Pistolen, Krawatten, sondern mit Zauberfähigkeiten und Superhelden. Also Fähigkeiten, hier seht ihr mal in Anführungszeichen OG-Skin. Ich spiele das Spiel nämlich seit Season 1, ich bin sozusagen OG. Aber vielleicht kommt das Skin wieder, ich weiß es nicht. Und Leute, ich spiele das Spiel seit dem zweiten Tag, glaube ich, seitdem es raus ist. Und ich zeige euch auch kurz den Job, der richtig cool ist. Warte. Ich bin dumm. Spaß hier. Hier, der schwarze Ritter. Gönnt euch mal. Ich glaube, der wird selten. Ich weiß nicht. Ich kann mir aber, glaube ich, leider nicht holen. Ich habe gerade nicht so viel Geld. Also schon, aber ich muss dann Tankstelle rennen, mir Karten kaufen. Und es ist jetzt schon spät. Also wenn ich das Video hochlade, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, man darf ja jetzt nicht raus wegen Ausgangssperre. Hier noch ein Emote. Balance. Finde dein Zentrum. Okay. Man kann ja auch pro Runde, naja, wenn man gut ist, so 50 Gold bekommen. Hier den feiere ich. Tresorplünderer. Kostet halt 15 Euro ungefähr. Schultern abwischen ist nice. Und hier so ein Zeichen nur. Hier, das könnte ich mir jetzt kaufen, mag ich aber nicht, lohnt sich nicht. Spar lieber. Und hier, roter Stern. Also der rote Stern, schwarze Ritter und Tresorplünderer finde ich sehr krass, Leute. Und jetzt zeige ich euch noch schnell den Battle Pass. Hier gibt es Spellsinger-Paket, Kapitelpass und Warlock-Paket. Hier ist auf jeden Fall auf Platz 1, der da. Ich kann ihn nicht drehen, was soll denn das? Hallo. Egal, auf jeden Fall hier noch. Dieses Leuchtende, diese Faust da kostenlos. Obwohl dieses Schloss ist, muss man Battle Pass haben. Soll ich ihn mir kaufen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ich es mache. Ich weiß noch nicht. Sturmsucher. Und wenn ihr mal mitspielen wollt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Sturmsucher. Ist okay. EP, die man kostenlos bekommt. Ist okay. Kusshand. Love Story ist da. Könnte man machen. Für ein Teambild, keine Ahnung, Kapitel 1. Ich bin schon Level, hier Tai Chi. Ich bin schon Level 11, Leute. Tai Chi. Und abonniert gerne Itachi. Und Sinan 44. A.K.A. Sinan, A.K.A. Klein Alfie. Hier EP. Und abonniert Lolulel. Schattenspur. Rabenfluch. Und ja, Leute, wir spielen gleich eine Runde. Keine Sorge. Hier finde ich sehr, sehr nice. Hier so ein Protokoll. Okay. Ist okay. Da ist so ein ähnlichen mal im Shop. EP. Himmelsfall. Ist einfach nur so Bilder. Interessiert mich eher weniger hier. Entdeckung. Okay. Nice, nice, nice. Roleplay. Hä? Keine Ahnung. Was sind das? Hä? Ich check's nicht. EP. Hier, okay, Zorn des Zaubersturms, verderbende Erhebung, nice, heimlicher Aufstieg, XP, Mashallah, Spaß, ist okay, sieht aus wie so eine Dschungel-Indianerin, Kinina, sehr cooler Emote. Kniet vor dem König, Spaß, Umhang, okay, Fanger Blitz, nice, nice, und gibt euch hier, Spaß, hier die Bruchstücke, Schatzkammer, Umhäuter Schatten, mystischer Ermittler, Agent John ist hier mystisch oder was? Spaß. Zaubersturm beging, Zauberstürme, EP, Moorsiegel, Leuchtfeuer im Moor, ätherischer Umhang, Suche der Wahrheit, mein Kanalisieren. Okay, ich lese jetzt nicht alles vor. Keine Ahnung, ist okay. Und hier der letzte. Finde ich eigentlich gar nicht so gut. Das geht.
Und Leute, jetzt spielen wir eine Runde hier. Wenn man bereit drücken geht, steht hier Sturm. Ich bin Weltmeister darin, sage ich mal. Ich mache aber im nächsten Video, zeige ich euch, glaube ich, mehr darüber. Ich spiele heute mal Stein. Ist, glaube ich, sehr gut für den Anfang. Okay, Leute, wir sehen uns in der Runde. Bis gleich. Okay, Leute. Hier landen wir jetzt. Oder hier, wenn die es wollen. Okay. Ich spiele jetzt nämlich hier mit irgendwelchen Randoms. Ja, Leute. Let's go. Okay, Leute, hier muss halt ein landen. Ich habe ja Stein ausgegeben. Ich war dumm eigentlich. Ich wollte eigentlich pushen gehen, die Leute. Egal. So bin ich eigentlich außerhalb gelandet. Macht keinen Sinn. Ich gehe mal hier zu der Burg. Hier gibt es auch Schild dran. Das da hinten ist so eine Art Anführungszeichen Airdrop. Hier, ich kann ein bisschen fliegen, wenn ich genug Mana habe. Brauche unbedingt eine Waffe am Anfang. Ich habe so eine, ja klar, aber hier, wenn ich jetzt links klicke, kann ich das. Aber macht nicht so viel Schaden. Jetzt nehme ich hier das, dann kann ich so. Das habe ich gefunden. Und das habe ich ja am Anfang ausgewählt, Leute. Das ist auch nice. Und hier kann ich auch noch so einen Steinbrocken. So, bam. Aber es hat Cooldown. Gehe ich hier hoch. Gibt es auch legendäre, gewöhnliche, graue. Alles Mögliche. Wollt ihr, dass ich mal vielleicht eine Challenge mache über das Spiel? Zum Beispiel nur, keine Ahnung, nur goldene Sachen. Ich weiß nicht. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, Leute. Oder wenn ihr vielleicht mal mitspielen wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Gibt es auch einen Frosthandschuh? Ist wie eine Sniper oder so. Bin ich aber nicht so gut damit. Ich lieber hier Blitzhandschuh, ist eher wie so eine Scar, sag ich mal. Das ist so ein bisschen wie ein Sniper. Und das hier ist eher wie eine Pump, meiner Meinung nach, Leute. Ich glaube, da hat auch mal ein YouTuber, vielleicht kennt ihr den, der heißt, glaube ich, Fix, ein Video gemacht. Könnt ihr auch gerne mal abchecken, wenn ihr wollt, Leute. Und gerne Lolulel abonnieren. Sinan44, Klein Alfi aka. Oder sein zweiter Account, zweiter Kanal, Sinan. Ihr wisst ja, ich schreibe eh immer, wenn ihr abonnieren sollt. Okay, aber wir haben gar kein Action-Maction. Hier, wir müssen unbedingt in die Zone. Let's go. Guck mal, das ist nice. Das ist nice. Soll ich vielleicht auch mal mit Memes oder Musik machen, Leute? Schreibt es gerne in die Kommentare. Soll ich lieber nicht so außerhalb landen? Kann man zwar nicht bauen, aber es gibt halt viele coole Sachen wie der Flug. Auch andere Sachen gibt's. Zum Beispiel hier. Es gab ja in Fortnite auch sowas. Wenn man jetzt da reingeht, ist man geschockt. Für ein paar Sekunden. Wie so ein Taser. Ist auf jeden Fall gar nicht, Leute. Hier Schriftrollen kann man so lesen. Gürtel habe ich schon. Stiefel auch. Mit Stiefel ist man schneller, mit Gürtel kann man Rüstung zu sich nehmen, Leute. Ja, nice. Das liegt hier. Lesen hier schön. Guckt, hätte ich das jetzt als erstes gewählt, könnte ich was anderes machen. Ich nehme, glaube ich... Oh, ich weiß nicht. Windhandschuh, ein episch oder gewöhnlicher Blitz. Ich sage euch ehrlich, wenn ich Wind nicht am Anfang ausgewählt habe, bin ich damit nicht so gut. Ich glaube, ich nehme lieber Likes, mir tut Windhandschuh, ich mag ihn. Aber ich muss dann halt am Anfang, dass ich ausgewählt habe, sonst kann ich damit nicht so gut arbeiten.
Nächstes Video, denke ich, mache ich mal mit Windhandschuhe. Hier ist wieder so ein Sniper. Ist zwar nice, aber ja, keine Ahnung. Bin ich halt nicht so gut. Ich bin ja nicht so Anfänger gerade, spiele ja schon länger, habe auch bessere Gegner natürlich. Die sind auch ziemlich gut. Es gibt zwar nicht so Schwitzer, aber es gibt schon so OGs oder halt, ja, geht so. Tryharder ist, weiß nicht, aber ja, man verliert schon oft in dem Spiel. Oder zum Beispiel am Anfang. Die Leute fliegen nicht so oft. Oh, jetzt ist der Sturm da. Schade. Hier, die fliegen nicht so oft. Die machen nicht so. Die kennen das noch gar nicht. Wenn die nur so rumrennen, können sie halt hiermit sehr viel Schaden machen. Oder wenn sie sich heilen mit dem Ball, mit dem Fällchen, Leute. Aber wenn die fliegen, wie zum Beispiel jetzt so, dann wie sollte die mit dem Stein treffen? Abwerfen wird schwer, Leute. Vielleicht mit dem Ein, aber hier wird schwer. Wir sind jetzt in der Zone, ja. Und wenn die halt fliegen so, kann man sie so besser treffen, sage ich euch ehrlich. Schildtrank. Gehen wir uns mal. Ich weiß, es ist kein Schildtrank, aber ich bin ja eher so Fortnite und deswegen Gewohnheitssache. Hier noch was. Der ist eigentlich Rüstungssplitter, aber egal. Diese Rune verstehe ich gar nicht. Die ist neu. Kann ich euch vielleicht im anderen Videos zeigen. Soll ich noch Fortnite bringen? Schreibt mal, soll ich auch noch Fortnite und Minecraft bringen oder nur noch dieses Spiel? Vielleicht auch. Natürlich wird auch Minecraft und Fortnite kommen. Komm, ich nehme den mal. Nee. Für Video. Für nächstes Video. Es war episch und es ist dumm, das nicht mitzunehmen. Aber das zeige ich euch lieber im nächsten anderen Video. Hier epischen Trank sogar. Das ist auch neu. Ich zeige euch die anderen Sachen eher in anderen Videos, wenn es euch gefällt. Also dranbleiben lohnt sich. Ich mache auch fast jeden Tag ein Video. Und wenn ich mich auch nicht daran hält, dass ich um 12 oder 2 es hochlade, dann später. Und auch wenn es nur ein kurzes Video ist. Ich halte... Irgendwo. Ich versuche mich dran zu halten, Leute. Und jetzt muss ich hier weg. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Fuck. Guck, das meine ich, Leute. Aber ich habe die gut gehittet. Ich sollte mich verpieseln, Leute. Es kommt auch noch der Sturm. Gar nicht gut. Aber ihr seht, oh mein Gott, habe ich ihn gut gehittet. Aber ich muss verschwinden. Nein, guck, er hat mich geschockt. Shit. Ich muss abhauen. Nein, guck, das meine ich. Blitz ist da gut. Nein, ich hab Angst, Leute. Ich kann aber auch nichts machen. Wo ist meine anderen Leute sind tot. Komm noch einmal fliegen. Okay, Leute. Ich bin tot, aber ich sag noch ciao. Also, ich höre noch nicht auf. Aber wir gehen erstmal zurück zur Lobby. Ice Dragon hat mich zum Beispiel jetzt gekillt. Könnte ich melden, aber er hat ja eigentlich nichts getan. Ja, normal. Hier. Okay, Leute, das war's mit dem ersten Video von Spellbreak. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, ein Like. Und, habe ich ja schon gesagt. Und in die Kommentare eine positive Bewertung gerne. Und wenn es Kritik, dann ist es halt so. Aber es wird mich echt, wenn ihr ein Like da lässt, ich würde mich echt unterstützen. Hier und... Ja, Leute, bleibt gesund, haut da rein, Leute. Ciao, das war's mit dem Video. Documents.